Von Anton bis Zylinda, das Lexikon für Kinder. Diesen Spruch kennen wir alle und wer ihn noch nicht kennt, der kann ihn jetzt entdecken. Denn von Anton bis Zylinder ist ein Lexikon mit mehr als 1450 geordneten Stichworten und über 1000 Abbildungen. Erschienen ist es im Belz Verlag und wer es schon aus früheren Zeiten kennt, weiß, dass es im Kinderbuchverlag Berlin ursprünglich erschienen ist. Und das ist für mich eine große Freude, dass der Belz Verlag unseren Kinderbüchern aus dem Kinderbuchverlag ein neues Zuhause gegeben hat und viele schöne Kinderbücher, die wir immer noch in guter Erinnerung haben, sind jetzt im Belz Verlag erschienen. Unter anderem eben auch von Anton bis Zylinda. Und nicht, dass ihr denkt, A wie Anton. Nein, das Buch fängt an bei A wie Aal. Und es endet auch nicht bei Zylinder, sondern es endet bei Zypern. Und für mich natürlich eins der wichtigsten Worte, gesucht und gefunden. Wer mich kennt, weiß jetzt schon, was kommt. Nämlich das Buch. Ich lese aber nicht den gesamten Artikel vor, sondern nur einen kurzen Ausschnitt. Im Mittelalter wurden die Bücher von Mönchen geschrieben und durch oftmals sehr aufwendige Zeichnungen geschmückt. Wollte man ein weiteres Exemplar eines Buches erhalten, musste es abgeschrieben werden. Mitte des 15. Jahrhunderts erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Dadurch konnten Bücher viel billiger und in größeren Mengen hergestellt werden. Das Buch war damit nicht mehr etwas, das nur noch einigen wenigen Menschen vorbehalten war, sondern entwickelte sich allmählich zu einer Massenware. Heute kann man Bücher in den verschiedensten Formen, Größen, Ausstattungen und mit den unterschiedlichsten Inhalten, zum Beispiel Sach- oder Kinderbücher, kaufen. In den Artikeln sind natürlich kleine Pfeile. Das bedeutet, dass man also die Wörter, die mit diesen Pfeilen gekennzeichnet sind, noch an anderen Stellen in dem Lexikon nachschlagen kann. Was mich bei Anton bis Zylinder besonders freut, ist, dass es absolut ohne Wertung geschrieben ist.